Symbole der Macht, die Ansehen und Schutz bieten. Die Burgen des Mittelalters sind steinerne Zeugen einer dramatischen Zeit. Noch immer entführen sie uns in ein Reich der Märchen und Legenden. Wie lebten die Menschen tatsächlich auf Burgen? Wie verteidigten sie sich? Was ist wahr? Was ist Mythos? Um 1000 nach Christus ist es im Wald gefährlich. Sogar lebensgefährlich. Es gilt das Recht des Stärkeren. Wer genügend Geld hat, schafft sich deshalb ein festes, gesichertes Heim. Dieser sichere Rückzugsort sind im Mittelalter Burgen. Ihre besonderen Eigenschaften machen sie zu einem architektonischen Erfolgsmodell in ganz Europa. Bis heute prägen die monumentalen Bauwerke unsere Landschaft. Sie sind Sinnbild einer ganzen Epoche. Nirgends gibt es mehr von ihnen als im deutsch-französischen Raum. Manchmal liegen sie in unmittelbarer Sichtweite zueinander. Und selten waren zwei Burgen mehr als eine Tagesreise voneinander entfernt. Doch nur noch ein Zehntel der mittelalterlichen Bauten ist heute erhalten. Oft bleibt nicht mehr zurück als ein Name. In Deutschland gehen weit über 1000 Orts- und Straßennamen auf Burgen zurück. Regensburg, Hamburg oder Magdeburg erinnern an ihre Ursprungsbauten. Und Straßennamen wie An der Burg oder Burggasse weisen noch heute den Weg. Doch eine verlässliche Zahl für die Burgen im Mittelalter festzulegen, ist schwierig. Im deutschsprachigen Raum haben wir nach einer Zählung von vor 60 Jahren 25.000 Burgen gehabt. Es gibt Forschungsprojekte, die diese Zahlen in einigen Regionen verdoppelt haben, gut verdoppelt haben. Deswegen schätzen wir, es könnte 40.000 bis 50.000 Burgen geben. Das ist aber eine Schätzung. Der häufigste Burgentyp des Mittelalters ist die Höhenburg. Schätzungsweise über die Hälfte der deutschen Burgen thronten auf einem Felssporn oder Berg. So können die damaligen Burgherren weithin sichtbar ihre Herrschaft unterstreichen. Zudem ist die Höhenburg für Angreifer mühsam zu erreichen und sie verschafft der Burgbesatzung einen guten Überblick. Die Burg im Flachland muss dagegen stark befestigt werden. Mit Schutzwällen und tiefen Wassergräben. Oder ein See oder Fluss bietet eine natürliche Barriere. Je ausgefallener, umso besser, auch wenn der Aufwand enorm ist. In Slowenien nutzt ein Adliger im 12. Jahrhundert nicht nur einen Steilhang, sondern auch eine Höhle aus der Steinzeit für sein Bauvorhaben. Die mächtige Burg Predjama scheint wie aus dem Fels gehauen und ist nur von einer Seite zugänglich. Im Frühmittelalter sind die meisten Burgen aus Holz, Erde und Lehm gefertigt. Auch sie schirmen den Burgherrn und seine Familie vor Feinden und Fremden ab und schaffen ein eigenes kleines Reich. Mit Holz, einem damals gut verfügbaren Baustoff, können sie relativ schnell und auch vom wenig vermögenden Adel errichtet werden. Teilweise entstehen die ersten Holzburgen aus leicht befestigten Höfen.
Im 10. und 11. Jahrhundert wird der Adel gegenüber dem König selbstbewusster. Die eigene kleine Herrschaft über sein Lehen, also sein Land und seine Leibeigenen, unterstreicht er mit der Architektur seiner Burg. Vor allem mit dem bis in die Ferne sichtbaren Holzturm als Zeichen der Überlegenheit. Anhand von archäologischen Forschungen können Wissenschaftler die Form einer frühmittelalterlichen Burg rekonstruieren. Der Wohnturm der Adelsfamilie steht häufig auf einem künstlich aufgeschütteten Erdhügel, der sogenannten Motte. Genau wie der Bautyp selbst stammt auch der Begriff aus Frankreich. Meist ist der Turm von Palisaden umzäunt. Und zusätzlich schützen Wassergräben mit Zugbrücken den Turm der Herrschaft. Viele Motten verfügen außerdem über eine Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden und Stallungen. Dort leben das Vieh und die leibeigenen Diener nah beieinander. Die gesamte Anlage ist abermals mit Palisaden und Gräben gesichert und demonstriert so die gehobene Stellung des Burgherrn. Zeitgleich hat sich in Frankreich und England der Wohnturm aus Stein, der Donjon oder Keep, als alternativer Burgentyp durchgesetzt. Eine der ältesten steht in Gisors, in der Normandie. Das Kennzeichen der Donjon-Burgen ist der große Turm, in dem der Burgherr samt Familie wohnt. Gisors stammt aus dem 11. Jahrhundert. Zu dieser Zeit ist die Normandie ein Zankapfel zwischen Frankreich und England. Wer Gisors beherrscht, ist Herr über die gesamte Region. Auch in England geht eine berühmte Burg auf eine Motte aus normannischer Zeit zurück. Das berühmte Windsor Castle in der Nähe von London. Windsor ist eine der großartigsten Burgen in ganz Europa. Erbaut wurde sie von Wilhelm dem Eroberer. Das wichtigste Vermächtnis seiner Zeit ist nicht das Gebäude, sondern der Grundriss, der sehr außergewöhnlich ist und in England beispielsweise auch in Arundel Castle zu finden ist. Im Zentrum ist ein großer Erdhügel, der von zwei Vorburgen eingerahmt wird. So formen sie eine Acht mit dem Hügel in der Mitte. Die Burg hatte enorme Ausmaße und ist bis heute eines der größten Schlösser Europas. Und eines der am längsten bewohnten. Seit nahezu 1000 Jahren residiert die königliche Familie auf Windsor Castle. 40 verschiedene Herrscher erweiterten und passten das Bauwerk ihren Bedürfnissen an. Bis heute im Zentrum der Donjon oder Keep, wie er im Englischen genannt wird. Im Gegensatz zum königlichen Windsor Castle sind die meisten Burgen im Mittelalter weitaus bescheidener. Und auch das Leben auf ihnen ist alles andere als komfortabel. In den bauernhausähnlichen Burgen des armen Landadels leben die Bewohner unter einem Dach mit ihrem Vieh. Manchmal sogar ganz nah bei ihnen, um die Wärme der Tiere als Heizung zu nutzen. Bis ins Spätmittelalter klagen adlige Burgbesitzer über die Enge, die Arbeit mit dem Vieh und die Sorge um das tägliche Brot. Denn oft muss die Herrschaft selbst anpacken. Das Gros der Burgherren kann sich kaum mehr als zwei Wachen, Knecht und Magd leisten. Im 12. und 13. Jahrhundert wird die europäische Burgenlandschaft aufgemischt. Die Dynastie der Staufer erkennt die Symbolkraft der Bauwerke und setzt sie gezielt als Herrschaftsinstrument und Zeichen ihrer Macht ein. 15.000 werden allein während ihrer Regentschaft hochgezogen. Nach einem mittelalterlichen Sprichwort zieht Barbarossas Vater am Schweif seines Pferdes stets eine Burg mit sich. Sie helfen seinem Sohn später, strategisch seine Macht weiter auszubauen. Unter den Staufern wird das heutige Deutschland zum Burgenland. Aber nicht nur das.
Durch eine geschickte Heiratspolitik erweitern die Storfer ihren Einflussbereich weit über die damaligen Reichsgrenzen hinaus bis nach Süditalien und sichern ihn durch Burgen. Der Adel des Reiches tut es dem kaiserlichen Geschlecht gleich und sorgt dafür, dass Mitteleuropa bald von einem regelrechten Burgennetz überzogen ist. Das milde Klima, das zu dieser Zeit herrscht, schafft reiche Ernten. Und die Bevölkerung wächst. Mehr Menschen bedeuten mehr Untertanen für den Burgherrn. Sie sind es, die seinen Reichtum mehren. Denn die mittelalterliche Gesellschaft ist streng hierarchisch aufgebaut. Ganz unten stehen die Bauern. Sie machen den Großteil der Bevölkerung aus. Die meisten von ihnen sind vom Adel abhängig. Der Adel erhält vom König Land als Lehen, das er verwalten muss. Der König ist der oberste Lehnsherr und der Adel ist ihm Gefolgschaft schuldig. Neben der Heerfolge verpflichtet sich der Adel auch zur Befriedung und Verwaltung des Landes. Hierfür setzt er auf Burgen. Doch bevor sie mit den Arbeiten beginnen, müssen sie oftmals beim Lehnsherrn erst eine Baugenehmigung einholen. Wie Bauherren heute bei den städtischen Behörden. Dass der Bau einer Burg genehmigungspflichtig war, das ist unzweifelhaft. Denn wir haben Rechtsvorschriften wie den Sachsenspiegel oder den Schwabenspiegel, wo dann drin steht, welcher Bau jetzt wehrhaft wird und deswegen einer Burg gleichkommt und dann genehmigt werden muss. Das sind zum Beispiel Bauten, die von einem Graben umgeben sind, der tiefer ist, als jemand im Graben stehend über die Schulter rausschaufeln kann. Das sind Mauern, die höher sind, als ein Reiter mit seinem Pferd hochreichen kann, zum Beispiel. Jede Mauer, die Zinnen hat. Jeder Bau, der einen erhöhten Eingang hat. Burg Eltz in einem Seitental der Mosel zählt zu den berühmtesten und besterhaltenen Burgen Deutschlands. Als die Herren zu Eltz beginnen, ihre Stammburg zu bauen, brauchen auch sie eine Genehmigung. Bauhistorische Untersuchungen verraten, dass es vor über 700 Jahren auf der Feste noch sehr eng ist. Anfangs besteht der Herrschaftssitz nur aus einem einzelnen quadratischen Turm. Hier leben die Brüder Elias, Wilhelm und Theoderich mit ihren Familien. Ihr Vater ist 1268 gestorben und hinterlässt seinen drei Söhnen nur eine kleine Burg. Was tun? Die drei Großfamilien raufen sich zusammen und hausen gemeinsam auf nur 65 Quadratmetern Grundfläche. Garnerbschaft ist der wissenschaftliche Ausdruck für eine solche Burgen-WG. Und die birgt Konflikte. Dennoch hält die Familie über Jahrhunderte zusammen. Auch nach 33 Generationen ist Burg Eltz heute noch in Familienbesitz. Der heutige Burgherr ist Karl Graf zu Eltz. Die Garnerbschaft auf der Burg Eltz ist wohl dadurch entstanden, dass es zu viele erbberechtigte männliche Nachkommen gab. Und das war eine Methode, wie man mit dem wenigen, was man hatte, das war in dem Fall eine Burg und ein sehr überschaubarer Besitz, die wichtigsten Erbberechtigten befriedigen konnte. Die Brüder Elias, Wilhelm und Theoderich gründen drei Familienzweige. Die Elzer vom Goldenen Löwen, vom Silbernen Löwen und die mit den Büffelhörnern. Jede Familie baut sich ein eigenes kleines Reihenhaus in der Burgsiedlung und lehnt ihr Haus an das der anderen an. Dazu nutzen die Elzer, wie viele Burgherren, Baumaterial aus ihrer Region. Man fand eigentlich alles, was man brauchte für diese Burg. Es war die Grauwacke, es war das Holz selbstverständlich da, Schiefer war ganz in der Nähe, Kalk gab es auch, Lehm selbstverständlich. Sprich, man war fast autark in dem, was man hier tat. Das lässt sich bis heute am Rotendorfer Haus erkennen, das Theoderich um 1300 anfängt zu bauen. Dafür engagiert er einen Baumeister,
Der Bau einer Burg aus Stein ist ein schwieriges Unternehmen, das kaum mit der eigenen Gefolgschaft gestemmt werden kann. Ich warte jetzt schon so lange. Was soll ich machen? Allein die Errichtung eines Fundaments auf unebenem Gelände oder gar in Steillagen erfordert erfahrene Fachkräfte. Und die sind auch schon im Mittelalter rar. Da es kaum schriftliche Quellen gibt, wie der Bau einer Burg genau vonstatten ging, erforschen Archäologen im französischen Guédelon, welche Fähigkeiten dabei gefragt waren. Sie errichten eine Burg ausschließlich mit Methoden und Werkzeugen des Mittelalters. Die Arbeiten beginnen im Steinbruch. Für den Transport eines mehrere hundert Kilogramm schweren Steinquaders sind damals ein Dutzend Arbeiter im Einsatz. Im 13. Jahrhundert revolutioniert der Tretradkran das Bauen. Nun braucht es nur noch zwei Menschen, die das Rad bewegen, und einen Kranführer. Zum Behauen des Steins werden Meißel und andere Werkzeuge gebraucht. Der Verbrauch ist enorm. Allein die Steinmetze verschleißen pro Tag zwei Sätze Pickel, Hämmer und einen ganzen Satz Meißel. Damit ist im Mittelalter ein Schmied unverzichtbar für eine funktionierende Baustelle. Zu jener Zeit ziehen schätzungsweise 70 Handwerker eine Burg in 5 bis 10 Jahren hoch. Die Steine verraten den Archäologen sehr viel über die Methoden auf einer mittelalterlichen Baustelle. An einigen Burgen sieht man rätselhafte, in den Stein gehauene Zeichen. Was hat es damit auf sich? Bisher nahm man an, es handelt sich um Abrechnungszeichen. Der Steinmetz versah den fertigen Stein mit seinem Zeichen und bekam Lohn für die Anzahl der von ihm markierten Steine ausbezahlt. Aber die Zeichen dienen wohl auch dazu, den Platz des Steins in der Mauer zu kennzeichnen, also zu sagen, an diese Stelle soll er gesetzt werden. Die Steine selbst dienten den Handwerkern also als eine Art Bauplan und Arbeitsnachweis. Das Burgenbauprojekt Guédelon zeigt nicht nur, welche handwerklichen Fähigkeiten man benötigte, sondern auch, welche finanziellen Herausforderungen damit einhergingen. Man kann nur ahnen, dass ein Steinbau mit einer bestimmten Größe, mit einem bestimmten Aufwand, das Vielfache eines entsprechenden Holzbaus, den der Bürger oder den der Bauer auf dem Lande sich leisten konnte, Vergleiche mit heute hinken, wo so ein Vergleich nur hinken kann. Seinerzeit war das Material ausgesprochen teuer. Die Arbeitskraft war billig. Heute ist die Arbeitskraft teuer. Das Material ist im Prinzip billig. In der Hochsaison kann Theoderich auf seiner Baustelle etwa 75 bis 90 Arbeitskräfte beschäftigen. Während das Rodendorfer Haus Gestalt annimmt, ist die Stimmung allerdings gereizt. Der Winter naht, die Zeit drängt. Und der Brüderstreit schwelt weiter. Nein, das machst du nicht. Das werden wir ja noch sehen. Oh! Bei Unfällen gibt es zu dieser Zeit für die Arbeiter keinerlei finanzielle Absicherung. Der Bauherr besorgt sich Ersatz und die Arbeiten gehen weiter ihren Gang. Wir brauchen schnell einen neuen. Ja. Nur der Winter unterbricht die Bautätigkeit. Dann verlagert sich das Leben nach innen. Wie es in den Burgräumen tatsächlich aussah, ist heute kaum noch zu erkennen. Originale Einrichtungen aus dem Hochmittelalter haben sich selten erhalten. Auch hier rekonstruieren die Archäologen in Guédelon, wie die Fußböden in mittelalterlichen Burgen gestaltet waren. Und auch die Wände. Denn nackte, weiße Wände gab es nur selten. Sie waren meist reich bemalt und bunt geschmückt. Mit Farben, die man aus natürlichen Pigmenten gewann. Eltz ist eine der wenigen Burgen, auf denen noch originale Wandmalereien erhalten sind. Sie zeugen vom Fernweh ihrer Bewohner. Prächtige ornamentale Blumenmuster waren ein Trend aus dem Orient. Sie wurden von den Kreuzfahrern importiert und schmückten ab dem 13. Jahrhundert viele Burgen in Mitteleuropa. Die Möblierung war dagegen eher karg. Reich möbliert waren die Bauten nie.
Wenn wir Quellen des 15. Jahrhunderts anschauen, sieht man das Bett und eine Truhe. Eventuell einen Wandschrank. Sieht man in der Stube ein umlaufendes Brett als Sitz, sieht einen Tisch, zwei Stühle, vielleicht sind es auch vier. Das war's. Also ganz spärlich möbliert in dem Saal. Das Wort die Tafel aufheben kommt wahrscheinlich wirklich davon, dass man eine Tafel aus einem Brett mit einem Gestell unten drunter machte. Das ist so ein bisschen wie Ikea heute. Wenn das Essen fertig war, packte man das an die Seite und konnte tanzen. Genial, multifunktional, die Truhe. Sie dient als Stauraum für Wäsche und Kleidung, als Sitzgelegenheit, als Schlafstelle. Sie geht als Koffer auf Reisen und birgt als sicherer Tresor wertvolle Schätze. Erste Luxusmöbel, Himmelbetten. Ab dem 14. Jahrhundert ruhen die Elzer Herren in solch einem Bett. Vermutlich nicht alleine. Oft teilen sich mehrere Familienmitglieder ein Schlaflager. Dafür müssen sie erst mehrere Stufen hochsteigen. Hinter den Vorhängen bleibt die warme, nach oben gestiegene Luft gestaut. Ein warmer Platz im kalten Gemäuer. Wenn im Spätherbst die Kälte durch die Ritzen zieht, rücken die Bewohner noch enger zusammen. Die Badestube ist dann tagsüber häufig der einzige beheizte Aufenthaltsraum innerhalb der Burg. Nur in wenigen Räumen gibt es Kamine, die aber oft rosten und qualmen. Der Ofen wird erst im Spätmittelalter zum Standard. Energieeffizienz ist auf mittelalterlichen Burgen ein wichtiges Thema. Konrad Fischer hat als Bausachverständiger dazu geforscht. Ab Weihnachten war es bitterkalt und um auf dieser eiskalten, ausgekühlten Burg dann zu überleben, da hat es natürlich besonderes Geschick gebraucht und das hat der Ritter natürlich gehabt. Er hat dann zunächst mal angefangen wohl mit Wildschweinfellen oder sonstigen, sagen wir mal, einfachen Lappen, die Wände zu bekleiden, mit der Folge, dass dann beim Einheizen sehr schnell diese Oberflächen, diese dünnen, warm wurden. Als nächste Stufe kamen dann die Holzverkleidungen. Durch diese dünnen Holzvorsatzschalen hat er denselben Effekt wie beim Wildschweinfell. Das erste Scheitholz macht diese Oberfläche warm. Später wurden diese Holzverkleidungen unmodern. Dann gab es was Neues, das waren diese Wandteppiche. Mit diesen konnte er mit riesigen Flächen diese Außenwände und auch die kalten Innenwände bedecken und hatte wieder den Effekt, er macht sein Feuer an und ruckzuck wird diese Oberfläche warm und er fühlt sich wohl und behaglich. Und die aufwendig gestalteten Wandteppiche dienen obendrein der Unterhaltung. Sie sind die Comics des Mittelalters und erzählen Episoden aus der Bibel sowie Ritter-Epen und Sagen aus dem antiken Griechenland und Rom. Im christlichen Mittelalter besteht ein Drittel des Jahres aus Fest- und Feiertagen. Buchmalereien zeigen den Zeitvertreib des Adels. Schach oder auch Tricktrack, ein Vorläufer des Backgammon-Spiels, sind beliebt. Von gemeinschaftlichen Kegelspielen berichtet eine Chronik bereits für das Jahr 1157. Auch Ballspiele sind damals angesagt. Die Jagd dient vornehmlich dem Vergnügen und nicht dem Auffüllen der Speisekammer. Sie ist dem Adel vorbehalten. Die Königsdisziplin der Jagd ist die Falknerei. Von Friedrich II. Wird sie zur Kunstform erhoben. Sogar einen Bestseller verfasst der Stauferkaiser zu seinem liebsten Hobby. Bis ins 19. Jahrhundert ein Standardwerk zur Falkenjagd. Von Kindern sind auf Schloss Rochlitz Wandgraffiti erhalten. Vermutlich verewigte sich hier der spätere sächsische Kurfürst Friedrich der Weise, der als Unterstützer Martin Luthers in die Geschichte einging. Oft ahmten Kinder auch spielerisch ihre erwachsenen Vorbilder nach. Etwa im späten Mittelalter, frühe Neuzeit, kennen wir aus dem Habsburger Bereich kleine Rüstungen. Rüstungen für solche Steppes, die 5, 6, 7 Jahre alt gewesen sind, kleiner sicherlich nicht.
Und man kann sich richtig vorstellen, wie dann der kleine Kerl dann seinem Papa sagt, und sowas möchte ich auch haben. Dabei legen die Ritter ihre bis zu 50 Kilogramm schweren, unbequemen Rüstungen nur selten innerhalb der Burg an. Sie kommen im Krieg und Turnier zum Einsatz. Es sei denn, der Feind haust schon in den eigenen vier Wänden. Zwei Generationen nach der ersten Elzer WG kommt es erneut zu einem Familienstreit. In einem Haus wie Elz, als Gannerbenburg, gab es natürlich permanent irgendwelche Auseinandersetzungen. Und um diese in geordnete Bahnen zu lenken, wurden Burgfriedensbriefe erstellt. Und in denen wurde im Grunde das gesamte Leben geregelt. Das war eine Art Verfassung, in denen sogar geklärt wurde, was passiert, wenn man jemanden totschlug. Einer der Burgfriedensbriefe fordert, die Elzer Familien sollen sich unter sich weder an Leib oder Gut schaden, sondern gegenseitig schützen. Doch einigen Bewohnern fällt es schwer, die Regeln einzuhalten. 1372 eskaliert der Bruderzwist zwischen Johann mit den Büffelhörnern und Heinrich vom Goldenen Löwen. Aber wie und wo konnten solch gewaltsame Auseinandersetzungen geschlichtet oder gar verhindert werden? Der Rittersaal war der Ort, an dem sich die Familienmitglieder zu Elz, männlichen, trafen, um Konflikte zu lösen. Dort hatte man eine Art von, heute würde man das sagen, Eigentümerversammlungsjurfix organisiert, bei dem man sich traf, bei dem Probleme gelöst werden mussten. Der Rittersaal zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Das eine sind die Narrenköpfe, die die freie Rede ja schon fast vorschreiben. Das heißt, jeder ist nicht nur erlaubt, sondern auch aufgefordert, das zu sagen, was ihm am Herzen liegt. Und die anderen dürfen dafür nicht gram sein. Und das zweite ist die Rose des Schweigens, die dann sagt, was hier diskret beschlossen wurde. Das geht nicht über die Türe des Rittersaals hinaus. Im Gegensatz zur Familie Elz plagen die Bewohner von Burghausen in Bayern keinerlei Platzprobleme. Im Gegenteil. Burghausen ist die wahrscheinlich längste Burg der Welt. Über einen Kilometer zieht sie sich über einen Bergsporn hin. Seit dem 12. Jahrhundert gehört sie den Herzögen von Bayern-Landshut, einem Familienzweig der Wittelsbacher, die über Jahrhunderte hinweg Bayern beherrschen. Die Landshuter Herzöge bauen Burghausen zu einer ihrer Residenzen aus. Zur stärksten Festung des Landes und zum ständigen Wohnsitz der Familie. Die Burg ist auch ein florierendes Wirtschaftsunternehmen. Sie liegt, wie viele andere von ihnen, strategisch günstig. An der Salzach, einem wichtigen Fernhandelsweg. Über den Fluss werden Waren von Österreich und Italien in alle Teile des Reiches verschifft. Die Burgunternehmer kassieren zweifach: Maut für die Benutzung der Wasserautobahn und Zölle auf die Schiffsladung. Das ist lukrativ, denn über die Salzach wird ein besonders wertvolles Gut transportiert. Der Grund, warum diese Burg genau diesen Platz gewählt hat, oder die Bauherren für diese Burg, ist sicherlich der Salzhandel gewesen. Denn das Salz war damals sehr wertvoll und wurde über die Salzach verhandelt Richtung Norden. Und hier war ein Übergang, hier war auch ein Ankerplatz, also hier war ein Zoll- und Mautrecht gewesen. Und zuerst die Grafen, aber sicherlich dann die Wittelsbacher haben diesem Zoll reichlich verdient. Die Hauptburg wird zur Schatzkammer der Wittelsbacher. Und Burghausen zu einer der bestgesicherten Burgen des Reiches. Ihre Zoll- und Mauteinnahmen erlauben es den Wittelsbachern, sich einen großen Hofstaat zu halten und die Burg immer weiter auszubauen. Der Salzhandel macht sie zu einem Herrschaftszentrum. Bis zu 200 Männer, Frauen und Kinder leben hier. In der Hauptburg an der Spitze wohnte die Wittelsbacher Familie mit ihrem engeren Hofstaat. Im ersten Vorhof waren die Wirtschaftsgebäude untergebracht, die Bäckerei und die Brauerei sowie Stallungen für die Pferde.
Die Anzahl der Pferde auf der Burg übertraf sogar noch die der Menschen. Sie wurden für den Transport benötigt und für die Jagd. Auch für Kriegseinsätze mussten sie zur Verfügung stehen. In den mittleren Höfen lebten Hofbeamte wie Schreiber und der Hofpfarrer. Im Zeughaus lagerten Waffen. In anderen Lagerbauten Getreide, Bier und weitere Güter. Die meisten Bewohner, Pferdeknechte, Stallburschen, Köche, Mägde und anderes Gesinde, mussten mit dem letzten Vorhof zufrieden sein. Hier wurde sicher auch das Vieh gehalten. Eine Hofordnung regelt das Zusammenleben. Sie schreibt beispielsweise peinlich genau vor, wie die Sitzordnung an den 40 Tischen bei den Mahlzeiten sein sollte. Streng hierarchisch sitzen die wichtigsten Personen an den vorderen Tischen. Am Ende des Speisesaals nehmen die zugereisten Handwerker Platz. Die vielen Köpfe eines solchen Hofstaats müssen natürlich auch versorgt werden. Wie viele andere Burgherren haben die Wittelsbacher verkehrsgünstig am Knotenpunkt verschiedener Handelswege gebaut. Über die Flüsse und Fernwege liefern Händler sowohl Lebensnotwendiges als auch Luxusgüter. In Italien bestellen die Wittelsbacher Seide. Orientalische Gewürze wie Pfeffer und Safran, die mit Gold aufgewogen werden, kommen über Venedig nach Burghausen. Abhängige Bauern sorgen für den täglichen Bedarf. Sie sind verpflichtet, einen Teil ihrer Erträge an ihren Lehnsherrn zu entrichten. Getreide ist das gesamte Mittelalter hindurch das Grundnahrungsmittel. Es macht ca. 70% der Nahrung aus, wird zu Getreidebrei und auch zu Brot verarbeitet. Zudem ist es ein wichtiger Inhaltsstoff zum Bierbrauen. Bier hat einen niedrigeren Alkoholgehalt als heute und wird im Mittelalter häufig auch anstelle von Wasser getrunken. Besonders auf Höhenburgen ist es für die Bewohner schwierig, an frisches, nicht verunreinigtes Wasser zu kommen. Tatsächlich war es so, dass die meisten Höhenburgen keinen richtigen Boden hatten, sondern die mussten sich mit Sammelwasser behelfen. Dazu gehören natürlich Tankzisternen, wo man dann das Regenwasser reingeleitet hat von Dächern, oder Filterzisternen, aber auch die musste man wieder in den Fels reinhauen, weil das so große Becken waren, die mit Schotter aufgefüllt wurden. Und da gab es externe Wasserversorgung über Esel oder Pferde. Aber auf den Höhenburgen war Wasser immer ein großes Problem. Denn nicht nur die Burgbewohner, sondern auch die oft auf Burgen angelegten Kräutergärten müssen mit Wasser versorgt werden. Eine mittelalterliche Quelle beschreibt sie als Orte, wo häufig die Apothekerjungen zusammentreffen, die dort Zutaten zu Arzneien suchen. Das Angebot an Obst- und Gemüsesorten ist damals viel kleiner als heute. Tomaten und Kartoffeln beispielsweise kommen erst mit der Entdeckung Amerikas Ende des 15. Jahrhunderts auf den Speiseplan der Europäer. Bauern müssen im Hochmittelalter oft mit 20 Kilo Fleisch im Jahr auskommen. Ein adeliger Herr verspeist häufig das Vierfache. Das Verfallsdatum von Lebensmitteln ist eine der größten Herausforderungen der mittelalterlichen Küche. Praktische Abhilfe bieten da Kamine. In ihrem Rauch wird das im Abzug hängende Fleisch beim täglichen Kochen geräuchert und somit für mehrere Monate haltbar gemacht. Für verderbliche Lebensmittel wie Eier und Milchprodukte gibt es auf mittelalterlichen Burgen bereits Kühlschränke. Die dicken, kühlen Mauern halten die Vorräte frisch. Nicht nur Kühlschränke erleichtern den Alltag. Auch Toiletten machen das Leben angenehmer und sind auf vielen Burgen zu finden. Also eine Burg hat, wenn sie klein ist, 2, 3 davon. Ein Turm, wo ein Wächter drauf sitzt. Natürlich braucht er einen Abtritt, der rennt nicht jedes Mal runter.
Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es überhaupt nicht geht, wo der Turm nur in den Innenhof reicht. Da kann man keinen Abtritterker oben machen. Da muss man dann einen Eimer nutzen. Aber sonst gibt es diese Bauten eigentlich überall. Und bei großen landesherrlichen Burgen, Reichsburgen, 20 Stück, 30 Stück. Toiletten sind oft als Erker an die Außenmauern angebaut. Eine Tür trennt sie von den großen Burgräumen. Doch fehlt die im Hochmittelalter noch, sodass der Herr des Hauses weiter am Gespräch teilnehmen kann, während er sein Geschäft verrichtet. Privatsphäre, Fehlanzeige. Auch die Wachmannschaften müssen ihre Notdurft verrichten. Hier zeigt sich eine bauliche Besonderheit. Also das ist jetzt der Sitz, ein großer Stein mit einem Loch, wo die Fäkalien dann im freien Fall nach unten abgestürzt sind. Und was wir hier sehen, ist ein Männerklo, denn das hat ganz deutlich hier eine kleine Nase. Das dient dazu, dass der Mann, wenn er sich hinsetzt, nicht seinen Penis quetscht. Also eine sehr, sehr nützliche Vorrichtung für Männer. Dann gibt es ganz oft noch kleine Nischen hier in der Seitenwand, wo dann Farn oder Moos aufbewahrt wurde zum Reinigen. Und ansonsten eine kleine Belüftungsöffnung. Es ist ein sehr schöner Abort hier. Da kann es schnell zugig werden. Fensteröffnungen werden gegen Kälte noch im 14. Jahrhundert mit Holz, Pergament oder Stroh abgedichtet. So sitzen die Bewohner innerhalb der Burgmauern über Monate im Dunkeln. Bienenwachskerzen sind für den täglichen Gebrauch zu kostbar. Und andere Leuchtmittel wie Rinderteilkerzen und Öllämpchen rußen oder stinken. Nur wenige Burgbesitzer können sich zu dieser Zeit teure Glasscheiben leisten. Eine Lösung für den kleinen Geldbeutel findet sich im 14. Jahrhundert. Butzenscheiben. Ihre Herstellung ist einfacher als die von großen Glasflächen. Dafür stellt ein Glasbläser eine Kugel von etwa 10 bis 15 cm Durchmesser her. Danach übernimmt ein ausgebildeter Butzenmeister die über 1000 Grad heiße Kugel und formt daraus die Butze. Die kleinen Scheiben werden danach mit Bleiruten zusammengesetzt. So entstehen die typischen Glasfenster, die im Spätmittelalter auf Burgen, in Kirchen, aber auch in Bürgerhäusern eingebaut werden. Damit hält das Glasfenster Einzug. Endlich müssen die Burgbewohner nicht mehr zwischen Licht und Wärme wählen. Butzenscheiben isolieren die Fensteröffnungen und lassen gleichzeitig Licht in die Räume hinein. Die Butzenscheibe wurde im 15. und 16. Jahrhundert wurde es Industrieware. Und damit konnten sich viele das Glas leisten. Die Butzenscheibe hatte auch den Vorteil, dass sie den Druck auf eine große Glasfläche reduziert hat, auf viele kleine Scheiben, die dann mit Bleiruten zusammengehalten wurden. Und damit war das eigentlich auch jetzt von der ganzen Stabilität her ein wichtiges Produkt. Mit dem Einsatz von Butzenscheiben wird das Dasein auf der Burg auch in der kalten Jahreszeit erträglicher. Ab dem späten Frühjahr spielt sich das Leben zunehmend draußen ab. Dazu zählen auch Turniere, die allgemeinhin mit Burgen verbunden werden. Ein Trugschluss. Im Mittelalter finden sie in der Regel nicht auf Burgen statt. Dort mangelt es an Platz und die tagelange Bewirtung der Gäste hätte das Gros der Burgherren in den Ruin getrieben. Anfangs finden Turniere auf offenem Feld statt. Später richten die Städte oft solche Großveranstaltungen aus. Auf Burgen wie der Residenz Burghausen müssen die Bewohner mit ihren Einnahmen haushalten und gleichzeitig Hof halten. Denn mit der Opulenz ihrer Feiern und Speisen wollen viele Adlige ihren gesellschaftlichen Status unterstreichen. Fasane, Wachteln, Quitten, Feigen, sogar Kraniche und Schwäne serviert man den Gästen. Ein Fürst erklärt im 14. Jahrhundert, wir wollen keine Kosten scheuen. Wir wollen unseren Reichtum zeigen. In Burghausen beglücken die letzten Burgherren ihre Gäste
sogar mit einem Hofzwerg und einem Hofnarren. Im Jahr 1477 werden hier 1185 Eimer Bier und fast doppelt so viel Wein getrunken. Gegen Ende des Mittelalters können die Einnahmen des Wirtschaftsunternehmens Burghausen die hohen Ausgaben nicht mehr decken. Besonders arg treibt es Herzogin Hedwig. Von 1479 bis 1502 ist sie Herrin von Burghausen. Aus Landshut, zwei Tagesreisen entfernt, lässt sie sich viele Güter für den täglichen Bedarf und ihre ausschweifenden Feste kommen. Wein, Kleider, aber auch Möbel. Die Burghausener Waren genügen nicht ihren hohen Ansprüchen. So gerät die Bilanz des Hofes immer mehr in Schieflage. Lass, geht schon. Auch Medikamente wie etwa kandierte Früchte, das Aspirin des Mittelalters, werden von Landshuter Apothekern für die Genesung der Burghausener hergestellt. Seht her, das wird euch helfen. Mit ihrem kostspieligen Lebenswandel beschleunigt Hedwig den wirtschaftlichen Niedergang von Burghausen. Die Wittelsbacher verschulden sich zusätzlich durch Kriegszüge und entzweien sich durch Erbstreitigkeiten. Burghausen wird als Residenz aufgegeben. Viele Burgbewohner wandern in dieser Zeit in die Städte ab. Doch Burghausen behält als Grenzfestung gegen Österreich zumindest militärisch seine Bedeutung für die bayerischen Könige. Das Ende der Burg ist das größte Klischee in der europäischen Burgenforschung. Es werden Burgen natürlich aufgegeben im 16. Jahrhundert. Das wurden sie übrigens auch schon im 12. und 13. Jahrhundert. Aber es werden so viele Burgen beibehalten, dass man von einem Ende der Burg nicht sprechen kann. Burgen leben fort. Nicht nur in den Namen der Adelsgeschlechter, die sich häufig nach ihrer Stammburg benennen. Einige Burgen werden weiterhin bewohnt und zu prunkvollen Schlössern umgebaut. Manche auch zu Festungen. Ihre Architektur ist bis heute das Vorbild vieler Bauten, die Macht und Stärke symbolisieren. Ob ihrer Uneinnehmbarkeit werden einige Burgen schon in ihrer Hochzeit zum Mythos.